die musikalische Selbsthilfegruppe, wie sie sich selber nennen, hier bei mir in der Künstlerlounge, die Uptown Monotones. Wie geht's einem so kurz vor dem Auftritt? Selbsthilfegruppe, wie hilft man sich selbst gefühlstechnisch? Ja, eben wir leben das immer auf der Bühne aus und gerade heute werden wir es sehr ausleben, weil es heißt ja immer, man soll sich steigern. Ja. Und ich glaube, das heute werden wir auf jeden Fall zeigen. Also es wird sehr, sehr bunt, wild und sagen wir so, ich glaube, das hat eine Band noch nie auf einer Castingshow auf so einer Bühne jemals gemacht. Dann freuen wir uns da wahnsinnig drauf. Aber wir sind nicht die Einzigen, denn in ganz Österreich finden wieder Public Viewings statt. 17 waren es das letzte Mal. Ja. Wie viele sind es denn diesmal? Also diesmal sind es 20, ja. Und 20. Wir grüßen euch alle vor Ort. Und zwar im Sägewerk in Graz, im Tintenfass in Graz, im Continuum, im Princess in Klagenfurt. Hallo Leute, im Emma's Pub in Flachau, auf der Flubachalm und. Party, 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 Leute. Party, 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 Leute. Ein besonderes Stück Musik erwartet uns heute. Wie würdest du es am ehesten beschreiben? Sehr schwierig. Also wir sind immer wieder überrascht am Ende. Dann von euch selbst. Wie das ausgeht, also. Das ist doch schön, wenn man sich selbst überraschen kann. Dann macht die musikalische Selbsthilfegruppe doch irgendwie Sinn am Ende des Tages. Ivory, Mundwerk schon aufgewärmt? Ja, ich glaube, das geht. Ne? Also ab mit euch auf die Bühne, die Uptown Monotones. Toi, toi, toi. Lasst es scratchen, lasst es krachen. Hier an meiner Seite die Fans, die Freundin, die Mami. Ja. Oh. Also, ganz liebe Grüße auf jeden Fall mal in Pinzka nach Saalfelden. Und hoffen natürlich auf Unterstützung. Und ja, also die werden halt wieder echt was Tolles zeigen und wir sind voten. Es sind auch neue Musikinstrumente mit dabei. Kennt sich da ein bisschen aus? Was erwartet uns da? Ja, wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht zu viel verraten. Aber? Es ist was Exotisches dabei. Und es ist vorsichtig. Definitiv. Und wir haben schon beim Halbfinale gesagt, sie kommen ins Finale. Heute glauben wir endgültig an den Sieg. Und das Schöne dabei ist, sie sind wirklich nicht kommerziell, sondern sie sind, wie sie sind. Und sie sind super. Beste Voraussetzungen. In diesem Sinne machen sie sich selbst ein Bild. Hier sind sie, die Uptown Monotones im großen Finale. Diese drei Herren aus der Steiermark hatten vor ihrem ersten Mal auf der großen Chancebühne Bedenken, ob sie in der vorgegebenen Auftrittszeit tatsächlich überzeugen können. Einer unserer Feinde ist der Kurzauftritt, glaube ich. Stimmt, ja. Aus diesem Feind wurde ein neuer Freund und die Uptown Monotones bewiesen sich selbst und der Jury, dass sie auch in 3 Minuten ihr Publikum zum Toben bringen können. Das, was ihr macht, ist genau so was, was hierher gehört, auf diese Bühne. Gefällt mir. Dieses Gefällt mir war kein leeres Versprechen. Die Jury schickte das Trio direkt in die Halbfinalshow. Die haben sich was Neues, Besonderes ausgedacht und das hat uns überzeugt. Das sind die Uptown Monotones. Auf das hin wollen wir natürlich aufbauen, dass wir jetzt beim nächsten Mal jetzt dann noch mehr Gas geben werden und vielleicht tanzen dann alle vier, das wäre ja voll cool. Getanzt hat die Jury nicht, begeistert war sie trotzdem. Und auch das Publikum zu Hause war überzeugt. Die Uptown Monotones gehören ins Finale. Aus der Steiermark, die Uptown Monotones. Da geht irgendwie eine Hoffnung in Erfüllung oder was, wo du hingearbeitet hast und ja, das fährt so drüber und sagt, ja, hey, es ist wirklich wahr, es ist wirklich cool. Unwirklich. Und das ist jetzt wirklich die große Chance für die Uptown Monotones. Soul Station, one name.
you take me higher and you ease all my pain. I'd like to be one of your best friends. Don't wanna lose you. Gesungen, live performt, live gespielt, live den Luftballon aufgeblasen, die Uptown Monotones. Kommt nach vor. Alles gut gegangen, oder? Ja, also ich habe mich nicht verschluckt und bin jetzt draufgegangen. Also ja, sagen wir mal, es hat funktioniert. Ich nutze wirklich jede Gelegenheit, um hier ganz verschiedene Facetten von euch zu zeigen. Das letzte Mal Deutsch. Heute Englisch und eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Musikstilen. Oder nach welchen Kriterien habt ihr diesen Song ausgesucht? Ja, wir haben uns gedacht, wir bringen noch eine andere Facette, weil ein Live-Konzert dauert bei uns ja doch mal 2-2,5 Stunden oder vielleicht sogar noch länger. Und ja, hier irgendwie in ein paar Minütchen einiges von dem unterzubringen, wofür wir stehen und was wir machen, haben wir uns gedacht, okay, das hier ist zumindest die Spitze des Eisbergs von uns. Ja. 2,5 Stunden kompakt zusammengepresst in nicht mal 3 Minuten, aber hallo, es hat gesessen. Wie hat's der Jury gefallen? Fragen wir doch gleich mal Carina. Man hat gesehen, dass es uns gefallen hat, glaube ich. Vor allem das Publikum war begeistert. Wir sind auch begeistert. Ich weiß nicht, was man da noch dazu sagen soll, weil zu dritt einfach so eine Stimmung reinzubringen, das wurde ja schon oft gesagt, man glaubt, hinter euch steht ein Orchester mit 100 Menschen und ja, macht Geräusche, aber es ist einfach erstaunlich. Und ich glaube, das ist genauso auch zu Hause angekommen, wie es hier total gerockt hat. Danke euch. Sido, ja. Du warst großer Fan der Uptown Monotones. Ja, ich finde das ja auch. Es hat ja irgendwie auch Berechtigung und so weiter, aber ich glaube, dass das heute eine Nummer, für mich war es eine Nummer zu viel. Es war sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat keinen richtigen roten Faden gehabt. Ich wusste nicht, wo sind wir jetzt, was ist jetzt hier los. Es war mir alles ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Ich bin sehr froh, dass ich heute nicht entscheiden muss oder dass wir heute nicht entscheiden müssen, sondern dass das Publikum entscheidet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie das Publikum abgegangen ist, sehe ich da gute Chancen für euch auf jeden Fall.
Dann stimmt doch bitte mal ab. Ja. Sido, beginn. Ein okay. Plus von Sido trotz allem. Ich bin froh um alles, wo du reinbläst. Also das ist für mich die Stärke eurer Band und auch Ivory, danke, dass du da bist. Das hebt das Ganze ein bisschen am Boden. Gut, danke. Ich habe eine Frage. Ist das ein echtes Didgeridoo? Ja, das war richtig. Nein, gut es ist ein selbstgemachtes. Das hat ein ganz guter Freund von uns gemacht, der Mario Ball, der ein sehr guter Didgeridoo-Spieler ist. Es, ja, es ist nachgemacht dem genau. Crocodile Dundee Originalinstrument, gell? Genau. Was mir gefällt. Wie bitte? Ivory fragt, ob du es ausprobieren möchtest. Nein, bei mir. Magst du? Strapaziert seine Lunge. Carina, nicht. Willst du mal blasen? Also. Gerne. Danke, Mädchen, genau. Los, Mann. Okay. Während Peter drückt, blasen wir mal. Jetzt probieren wir das mal. Das so. Musste ja kommen, bevor diese ja. Serie. Aber vor allem im Doppel. Klar, Carina kann doch nicht. Carina und Sabine bei der großen Chance. Ich bin gespannt, zeigt, ob ich was das ihr drauf kann. Habt. Na, nichts kommt aus. Hasse Luft und alle warnen. Also. Ganz, ganz locker lassen, genau. Und dann setzt du an. Also so, dass du halt ein bisschen einen Ansatz aber hast. Aber das flattert nicht jetzt so, wie es flattern soll. Du schau mal, wenn du den Mund so raus hast. Genau, und dann macht es auch noch einen Kurs. Also, Geburm. So einen großen. Geh, okay, komm. Gib Stoff. Ja. Yes! Macht Spaß. Ja. Ja. Möchtest du auch? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Das ist aber hygienisch. Wow, ein Feuerwerk. Okay, die Sabine ist eher für die Obertöne zuständig. Sie macht das fast besser. Ich finde, ihr habt das beide ganz großartig gemacht. Also. Euer Applaus. Sabine und Carina. So. Okay, ich muss noch ganz kurz was sagen. Er weiß das dann schon. Lieber Andi. Danke, das war's. Das war jetzt ein Insider, oder was? So, wir kommen jetzt zum Abstimmen. Sido, kurz. Abstimmen. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass Carina bei der nächsten Staffel irgendjemanden hat. Das ist nicht mehr zu ertragen. Diese ganzen Sexanspielungen. Können wir ihr bitte jemanden besorgen, wo sie dann blasen kann in Ruhe und hier sowas nicht mehr? Das war so, aber jetzt nicht gemeint. Das ist ein Musikinstrument. Der von dir, aber... So. Ich mache lieber was anderes als blasen und das Peter, war ja drück doch bitte. Peter, sein Vorschlag. Schnell, Peter, drück noch. Augenblick. Aha. Der katholische Kirchenbeirat meint, ich soll mich hier zurückziehen und soll sofort aus diesem Umfeld. Ein letztes Mal noch drücken, also, komm, Peter. Was mir aber, das möchte ich zum Abschluss sagen, ich glaube, dass aus dem Finale viele Darbietungen für Events und für Bühnen überbleiben. Mehr als an anderen Wettbewerben. Ich finde es gut und ich glaube, ab jetzt sind eure Konzerte mehr als ausverkauft. Wow. 4+ von der Jury für die Uptown Monotones. Habt ihr toll gemacht.